Erst war es wirklich für mich als Kinderärztin sehr traurig, weil die Kinder, wenn sie nicht in den Kindergarten gehen, werden nicht mehr krank. Auf einmal war die Kita zu. Wir hatten keine Vorbereitungszeit. Wir haben Freitag die E-Mail bekommen, ab Montag sind alle Kitas geschlossen. Wo die Pandemie am stärksten war, da waren die Züge fast leer, ja. Isolation und ich glaube noch viele andere Faktoren fördern das. Also, dass Leute deswegen auch Panikattacken bekommen haben oder sich in irgendwas hineingesteigert haben, was am Ende in einem Wahn geendet ist. Wir hatten halt weniger Patienten als sonst, weil ja Betten freigehalten worden. Corona bedeutet, dass es viele Familien gibt, die wirklich die Anbindung an Hilfssystem fast komplett verloren haben, weil alles war zu. Wir mussten sehr schnell sehr kreativ werden. Zum Beispiel Morgenkreise über Zoom zu machen. Am letzten Endes war es dann so, dass tatsächlich vor allem die Großfamilien in der Unterkunft sich tatsächlich auch mit dem Coronavirus infiziert haben. Diese existenziellen Themen von den Besuchern waren sehr, sehr präsent. Familien, die mit häuslicher Gewalt jetzt dieses Jahr zu tun hatten. Und es war auch schon vor der Pandemie nicht so, dass man sagen kann, Menschen in geflüchteten Unterkünften leben ein freies Leben. Das ist nicht so. Und während der Pandemie sind es geschlossene Institutionen geworden, ohne dass irgendwelche rechtsstaatlichen Mechanismen da greifen würden, die das verhindern. Die Medien hatten so viel mehr Angst gemacht, als dass wir Ärzte das die Angst wieder nehmen konnten. Und das hat mich eigentlich sehr, sehr betroffen gemacht. Neue Kinder kennen uns so. Die kennen nur die Augen. Und es ist sehr schwer, Kindern auch eine Sprache zu vermitteln, wenn sie den Mund nicht sehen. Wir haben teilweise Kinder, die noch gar kein Deutsch können. Und das ist, glaube ich, wirklich schwer, wenn man die Mundbewegungen nicht sieht. Auch viele meiner Kollegen so verängstigt waren, dass sie in ihren Praxen niemanden reinlassen, ohne dass er negativ Corona getestet ist. Wo ich sage, Leute, wir sind Ärzte. Wir haben immer mit schweren Infektionskrankheiten zu tun gehabt. Wir müssen uns dagegen schützen können und das tun wir. Wir wissen auch wie. Manche spielen gerade sehr oft Corona-Schnelltest, was ich sehr lustig finde und ein bisschen erschreckend. Aber du musst jetzt den Kopf nach hinten machen und dann mache ich den Test und dann müssen wir warten. Ich selber impfe wirklich gerne im Impfzentrum Flughafen Tegel. Alle Menschen sind froh und glücklich, dass sie es endlich geschafft haben, einen Impftermin zu bekommen. Und dass sie dann wissen, dass sie mit einem digitalen Impfausweis das Gefühl haben, in die Freiheit wieder entlassen zu werden. Genauso wie mit einem Flugticket. Das ist so wirklich sehr viel Parallelen. Ich habe wirklich genug von Corona.